Am 7. Mai findet die Krönung von König Charles III. Statt. Zu diesem besonderen Tag sollen auch diverse bekannte Sänger und Bands auftreten. Doch bis jetzt ist die Suche nach dem perfekten Line-up auf einige Hindernisse gestoßen. Wie mitunter Marie Claire, The Daily Mail und The Sun berichteten, sollen Megastars wie Elton John, Harry Styles, Adele und Ed Sheeran abgelehnt haben. Auch die Spice Girls, die eigentlich auftreten sollten, seien nun aus dem Spiel. Eine Quelle teilte der The Sun mit, die Organisatoren arbeiten gegen die Zeit, um ein aufregendes Line-up zusammenzustellen, aber trafen jetzt auf eine Reihe von Herausforderungen. Sowohl Elton John, der zu König Charles' Favoriten zähle, als auch Harry Styles haben jedoch einen guten Grund, die Einladung abzusagen. Beide seien zu dieser Zeit auf Tour und schaffen es deshalb zeitlich nicht, nach Schloss Windsor zu kommen, wie der Insider weiterberichtet. Jedoch sollen nun Kylie Minogue und die Boyband Take That im Gespräch sein. Letztere ist schon beim Konzert für Diana im Jahr 2007 für die Royals aufgetreten. Auch Lionel Richie könnte mit von der Partie sein.